Die dunkle Biene ist die Urhonigbiene Deutschlands. Seit der Eiszeit lebte sie in unseren Breiten, doch Ende der 50er Jahre starb sie hierzulande aus. Nun hat sie einer aus Schweden zurückgeholt. Jan Gutzeit, Werbefotograf aus Dresden und Nebenerwerbsimker, schwärmt für die dunkle Biene. Sie hätte gegenüber der hauptsächlich verbreiteten Carnica-Biene viele Vorteile. Zum Beispiel, dass sie eben intensiver fliegt, wesentlich weiter fliegt, sich weniger verfliegt, sich besser orientieren kann, besser an die einheimische Flora angepasst ist und andere Pflanzen noch mit anfliegen kann. Dass sie wetterfester ist, dass sie also sowohl besser überwintert als auch bei kühlerer Temperatur schon ausfliegt. Weil die dunkle 10.000 Jahre in unseren Breiten lebte, ist sie besser angepasst als die von südlich der Alpen kommende Rasse Carnica. Jan Gutzeit hat seit 3 Jahren dunkle Bienen und ist begeistert. Der Honigertrag liegt bei stattlichen 60 Kilo pro Volk, das Doppelte des sächsischen Durchschnitts. Doch die dunkle Biene ist nicht bei allen beliebt. Die traditionelle Imkerschaft lehnt sie überwiegend ab. Die älteren Imker, die das halt miterlebt haben, wie das war, als die dunkle Biene hier heimisch war und die Carnica-Biene im Prinzip der Eindringling war oder eingeführt worden ist, diese Verkreuzungen waren immer sehr stechlustig. Von Stechlust ist bei Jan Gutzeits Bienen nichts zu spüren. Auch Tino Lorz, Chef des Dresdner Imkervereins, ist inzwischen Fan der dunklen Bienen, die in diesem Fall aus Schweden eingeführt wurden, denn in Skandinavien gibt es noch Restpopulationen. Also die Vorstellung ist auf jeden Fall, dass man eine Population, eine reinrassige Population, durch künstliche Besamung und durch Belegstellen wieder etabliert und dann eine sächsische, dunkle, angepasste Biene züchtet. Geht der Plan der IG Dunkle Biene auf, dann könnte die verschwundene Rasse nach 60 Jahren wieder bei uns heimisch werden.